bist. Oh, meine Nase juckt. Ich habe das Gefühl, ich vertrage mein Blush nicht. Mein iPhone 7 Plus. Ja, siehst du, ich habe auch das 7 Plus gehabt. Oh, ich bin auch immer so durcheinander gekommen mit den Plusern und den normalen und den Pros und den Nicht-Pros. Und oh, meine Güte. Mein iPhone 7 Plus ist auch völlig im Arsch. Nur noch Streifen auf dem Display. Ich habe auch irgendwelche Hardware-Fehler und so gehabt. Das war, I don't know, alles ein bisschen kacke. Aber meine Haare klemmen sich momentan irgendwie immer so überall hin und in die Ketten und was ist. So. Kind weint auch, Mama schläft. Warum geh schlafen? Mann, geh ins Bett. Geh mich auf den Sack. So. Vor allem bei den neuen vier Varianten bei einem Handy. Ja, überleg mal, wie unnötig das ist, Alter. Überleg mal, wie unnötig. Vier Varianten. So, Kind schläft. Warum auch immer ist es gerade ein bisschen laggy, ne? Es ist ein kleines bisschen nicht ganz so, wie es soll. Ja, okay, aber die Sachen sind da immer noch gleich. Ist sie auch immer noch Einser-Schülerin? Einser-Oberschülerin, der hat das echt übersprungen, ne? Aber warum ist das so? Sieht das im Stream normal aus? Laggt das bei euch? Ist das nur bei mir gerade so? Er hat das Gefühl, es läuft nicht flüssig. Hammer weird, I don't know. Ist mir auch egal jetzt. So. Sie ist immer noch Einser-Oberschülerin. Das hat nichts daran geändert. Das heißt, sie kann direkt älter, werden und ausziehen. Schlechte FPS. Ja, aber macht keinen Sinn. Macht gar keinen Sinn. Ist nichts anders als vorher. Warte mal eine Sekunde. Machen wir das nebenbei aus. Ich mache mal das nebenbei aus. Wir gehen mal kurz in die Spieloptionen. Das ist so weird. Grafik. Wir gehen einfach mal ein bisschen runter. Ich gucke mal, ob das was ändert. Ob das gerade wirklich mit meinem Rechner zusammenhängt. Vielleicht war der auch einfach nur schon wieder zu lange an. Warte mal, was? Erst einen Angriff genommen, wenn ich es neu starte? Nee, jetzt nicht. Nee, das machen wir dann gleich. Ist mir egal. Da müsst ihr jetzt halt ein bisschen mit Lags klarkommen. Juckt mich jetzt auch nicht. So, Arbeit. Was mit dir? Musst du nicht auch arbeiten? Schläft er in der Wanne? Kevin, Alter, deine Schwester ist einfach 3 Tage nach dir erwachsen geworden. Mehr als 3 Tage nach dir erwachsen geworden. Und ist jetzt schon ein Einser-Schüler. Was machst du? Du pennst in der fucking Badewanne. Okay, wir reden nicht drüber. Ist alles okay. So, wir werden angerufen. Irgendwas mit Jeffrey. Okay, cool. Haben wir ausgeschlafen? Sind wir wach? Ja, cool. Unsere Kinder können sich vollständig um sich alleine kümmern, bis auf unsere beiden kleinen Nachwüchse. Die sind mir aber auch relativ egal, um ehrlich zu sein. Die müssen einfach nur irgendwann mal älter werden. Das nächste, was jetzt passiert, ist Kinder kriegen. Amalia will den Altersvorsprung wieder aufholen. Ja, aber es ist trotzdem weird. Oh. Oh, wieder flüssig. Oh. Seht ihr? Was auch immer das jetzt gerade ausgelöst hat. Aber es funktioniert wieder. Ist okay. Ist okay. Coole Sache. So, sie malt jetzt erstmal. Weird. Weird. Versteh ich nicht. Aber ist okay. Da muss der sich halt kurz ein bisschen fangen. So, wir spulen einfach mal ein bisschen, weil das Problem ist, wir müssen halt Geld verdienen, weil wir müssen unsere Rechnung bezahlen. Wir haben sonst gleich keinen Strom mehr. Also müssen wir jetzt ein bisschen malen. Wir müssen jetzt ein bisschen rausfordern. Ist halt so, ne? Ein Meisterwerk. 5000. Ja, Mann. Oh, nochmal so eins. Komm, nochmal so eins. Mach. Eine Frage des Preises. Ein Kunde bittet Amalia um zusätzliche Informationen zu 2 verschiedenen Dampfreinigern. Amalia kennt beide Marken, Hansdampf und Dampf und Kessel. Und sie sind beinahe identisch, bis auf den Preis. Hilft sie dem Kunden, Geld zu sparen oder dreht sie die teurere Marke an? Günstig. Bestimmt Arbeitsverschlechterung, war. Leistungsverbesserung klein. Ach, Gott sei Dank. Ich hätte echt gedacht, dass sie jetzt eine Verschlechterung dafür kriegt. Kind Nummer 1 ist wach und ist traurig. Aber das lassen wir jetzt noch ein bisschen heulen. Muss es jetzt halt durch. Ist mir egal. Wir müssen jetzt hier erst ein bisschen arbeiten.
Imbo Beige. What the fuck, meine Meisterwerke waren immer so 900 bis 2500 Simoleons. Wiederum bekommst du so viel, weil es ein bestimmtes Emotionsgemälde ist. Die Emotionsgemälden bringen mehr Geld, wenn sie Meisterwerke sind, als die normalen. Timsy? Schlesem. Das ist so eine Sache, die unterschätzt man. Aber ein selbstsicheres oder ein kokettes Meisterwerk bringt dir mehr Geld ein als ein Meisterwerk von einem klassischen Gemälde. Das macht halt echt einen Unterschied. Oh, guck mal, eine Kitty Cat. Luna, da bist du. Nur ein bisschen heller. Die Katze ist nicht ganz so dunkel wie du. Süßes Bild. Süßes Bild. Na, mach fertig jetzt. Mach fertig jetzt. Los. Na, wird's? Wird's? Hast du? Oh, jetzt reden die erst noch. Einsam und verlassen. Keiner mag mich, keiner wird mich jemals mögen. Warum sollte ich mich also noch bemühen? Ich werde dich immer lieben. Oh, das ist ja voll depressiv, der Arme. Ich werde dich immer lieben. Erhöht Empathie, verringert emotionale Kontrolle. Alle mögen dich, sieh dich doch mal um. Das Leben ist kein Ponyhof. Hab Ponyhof halt die Ohren steif. Hä? Wir werden ihn immer lieben. Das ist das einzige Richtige. Kinder sind ernst zu nehmen. Amalia hat heute 136 mit nach Hause gebracht. Also, Amalia, das ist nicht viel Geld, ne? Mal so ganz nebenbei. So. Ein Meisterwerk. 5000. Sehr geil. Damit können wir unsere Rechnung bezahlen. Ich finde das super. So, dann gehen wir an den PC und bezahlen unsere Rechnung. Das hat alles wirklich ganz gut, ganz schnell funktioniert. Ich bin da ein absoluter Freund von, dass das jetzt so wunderbar funktioniert hat. Das ist alles, was ich wollte. So, Kind Nummer 1. Wo ist Kind Nummer 2? Wo ist denn unser trauriges Kind? Ach da. So, dann können wir mal nach Kleinkind sehen. Und wir gucken hier mal nach dem Kleinkind. Und wir kümmern uns jetzt mal ein bisschen um die, weil unsere Rechnungen sind erstmal bezahlt. Kommunikation Level 5. Sehr geil, wir können direkt den nächsten Geburtstag planen. Wir haben noch genug Geld. Dann kann Gronkh älter werden und Amalia älter werden. Und Amalia kann ausziehen. Dann müssen wir schwanger werden und darauf hoffen, wir kriegen ein neues Mädchen. Aber das sollte funktionieren, das ist kein Problem. So, aber vielleicht warten wir einfach bis zum nächsten Tag damit. Ich meine, es ist 22 Uhr, jetzt werden keine Gäste mehr kommen. Wir feiern morgen Geburtstag. Das ist so krass, wir haben irgendeinen Bug genutzt. Alter, ich schwöre euch, das ist nicht normal, dass das so funktioniert. Wir haben irgendeinen scheiß Bug genutzt, die Kinder sind einfach instant so weit. Dass das so funktioniert hat, das wundert mich sehr. Normalerweise dürfte das nicht so sein. So, wir stellen die Minztörtchen übrigens mal in den Kühlschrank. Ich will nicht, dass sie schlecht werden. So. Guck mal, das Kind ist. Was ist mit dem Kind? Nach Kleinkind sehen. Bitte. Schau mal nach. Ins Bett. Wie, du kommst da nicht ran? Warum kommst du nicht ins Bett? Oh, was ist denn jetzt das Problem? Wieso kommst du nicht ans Bett, Schwester? Darf keine anderen Objekte überschneiden? Aber da ist doch nichts. Okay, dann stellen wir das von mir aus jetzt einfach so mitten in den Raum. Ist mir jetzt Jux. Ist mir jetzt Jux. Ist mir jetzt egal. Vorausgesetzt, wir können dieses Kind ins Bett bringen. Nach Kleinkind sehen. Geht sie jetzt? Thank you.
Was ist das schon wieder? Was ist das schon wieder hier? Oder geht's um das Bett? Na, Kleinkind sehen. Ins Bett. Bangira. How the fuck is it possible? Okay, ist mir egal. Ich beschäftige mich damit einfach gar nicht, warum das jetzt so ist, wie es ist. Ist mir jetzt einfach Jux. Hauptsache, das Kind ist im Bett. Und wenn das Bett halt einfach quer im Raum steht, ist mir auch egal. Hauptsache, das Kind ist im Bett. So, Kind schläft. Dann kannst du mal nach dem Kind nochmal gucken. Wenn das eine Kind schläft, kannst du das andere betreuen. So, theoretisch gesehen können wir jetzt halt einfach schummeln und einfach Dena irgendwie auch beibringen, Level 5 in seinen Fähigkeiten zu kommen. In der Kommunikation, wir können ihm Kommunikation beibringen und ihn dann auch älter werden lassen. Ich würde aber ganz gerne gucken, dass wir alle Sachen mindestens auf Level 2 haben, dass wir die ein bisschen mehr fördern mit allem. Ist egal, muss passieren. Muss einfach passieren, ansonsten sind die Kinder ein bisschen schlecht fürs Leben aufgestellt. Tatsächlich habe ich nicht so Bock drauf. So, was machen die jetzt miteinander? Baden gehen? Warum ist das Kind schon wieder wach? Traurig. Erschöpft. Geh ins Bett. Schlafen. Mach. Mann. Geh mir auf den Sack. Wo ist Dena? Da. In der Badewanne. Da. Genau dort. Ja, oder? Ich finde es auch süß. So, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir die Kinder ein bisschen mehr leveln. So, mehr Auswahl. Nein. Mehr Auswahl, freundlich, Aktivitäten, Flashkarten, Basisbedürfnisse. Die müssen das einfach noch ein bisschen lernen. Ich will die nicht nur, weil die jetzt irgendwie durch irgendeinen Bug Level 5 sind, älter werden lassen. Fühlt sich nicht richtig an. Familiendynamik streng kennen wir mittlerweile. Ja, weil wir sagen bei allem ja, was nicht Dates und Zusammenziehen und Heirat und Ehe ist. Also irgendwas davon wird schon sein. Den gucken wir mal an, wie die beiden Süßen lernen. So, was geht bei dir? Warum fühlst du dich unwohl? Hunger. Dann geh was essen. So. Hausaufgaben machen. Macht er das jetzt vor dem Essen? Das ist kein Problem. Machst du deine Hausaufgaben und dann tust du das Mokka-Minze-Törtchen essen. Kannst du dir gerne Reste nochmal nehmen. Duschen und sowas passt. Sozial, scheiß doch drauf. Brauch keine Sau. Und dann Schlafi. Schlafi, Insel, Betty. Mach mal. So, und die beiden lernen jetzt hier ganz brav, ne? So, ich hoffe, unser Kind wird jetzt gleich besonders glücklich, weil wenn sie glücklich sind, lernen sie schneller. Das kann der Grund sein. Das kann der Grund sein, warum die vielleicht so schnell gelevelt haben, weil die aufgrund ihres Geburtstags besonders glücklich waren. Fällt mir gerade mal ein. Reg dich doch nicht darüber auf. Also die Frage ist, geht er da jetzt einfach aufs Klo? Warum stehen wir denn jetzt hier alle im Badezimmer? Hallo, ich bringe meinem Kind was bei. Mann! Das ist weird. Da will ich gar nicht so nah dran hängen, um ehrlich zu sein. Wir sind besonders konzentriert. Unser Kind ist glücklich. Das andere Kind macht Hausaufgaben und isst was. Passt. Die anderen beiden schlafen noch. So. Solange die das lernen, ist mir alles egal. Die Frage ist, wie sieht es mit seiner... Ja, guck mal, seine Bedürfnisse sind da fully fine, ey. Da können wir noch richtig viel mitmachen. Oh ja, ja. Besonders schnell lernen. Sehr gut. Wir dürfen jetzt nicht aufhören damit. Mehr Auswahl, freundlich, Aktivitäten, Flashkarten, Basisbedürfnisse. Aha.
Oh, es ist sehr langweilig, den beiden dabei zuzugucken, aber der Rest ist halt irgendwie beschäftigt und schläft. Man kann vielleicht ein bisschen spulen. Kleines bisschen. So, ich meine, er macht seine Hausaufgaben, isst was und geht dann ja auch schlafen. Die beiden sind das Einzige, was jetzt gerade interessant ist. So ein bisschen darauf achten, dass wenn sie fertig wird, wir das direkt nochmal machen. So, Level 2 der Denkfähigkeit erreicht. Sehr gut. So, dann können wir theoretisch gesehen beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Dann pushen wir das auch direkt nochmal. Kein Problem. Wir machen das. Wir reißen das hier durch. Wir bringen die Kinder dazu, dass sie wirklich alt werden können, ohne dass wir diesen Bug auslösen müssen. Also ausnutzen müssen. Das wäre ganz cool. Ich würde auch Amalia ein, zwei Tage länger Einserschüler lassen, bevor sie altern lassen, damit das ein bisschen realistischer in dem Bereich ist, dass sie halt eben diese Einsernote gekriegt hat, ne? Macht halt keinen Sinn, dass das direkt so übernommen wurde. Also halt so gar nicht. Warum machen die jetzt hier nichts? Hallo? Du sollst ihnen beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Machen die das jetzt? Oh ja, okay, back einfach mal durch die Wand. Kein Problem. Okay, machen sie. Die lernen das jetzt gemeinsam. Das ist halt auch krass. Die Kinder haben alle so unterschiedliche Schlafrhythmen, dass wir gar nicht wissen, wann wir schlafen gehen sollen. Boah, ich finde tatsächlich aber auch, dass das eigentlich relativ gut zu handhaben ist, sobald sie halt in diesem Toddleralter sind, wo wir halt die Stufen hochholen müssen. Junge, hat er noch gar keine Töpfchenfähigkeit oder was? Bewegung? Töpfchenstufe 1. Tatsache. Oh, ist das grauenhaft. Also, cool. Ich wäre cool damit, wenn wir entweder wirklich noch drei auf Stufe 3 kriegen oder mindestens eine Sache noch auf Stufe 3 und alle auf Stufe 2 haben. Schmeißt sie uns jetzt raus, während unser Kind da auf Klo ist? Ist mit ihr irgendwas nicht in Ordnung oder was? Sag mal. Ja, richtig. Du bist das Problem. Mach sauber. Oh, jetzt ist das Klo auch noch kaputt. Sowas mit ihm? Hunger? Hunger, Hygiene. Okay, dann gehst du bitte erst einmal duschen. Und dann kannst du mal was kochen, Alter. Mach dir mal hier einen Grillkäse. Probier dich mal aus. Aber bitte nicht die Küche in Brand setzen. So, reparieren. Bis zur Perfektion polieren. Aufwischen. Das Kind braucht noch ein bisschen, also das wird mal mit Puppen spielen. Dann kann das noch ein bisschen Bewegung lernen und ein bisschen Fantasie lernen. Ach Gott, Kinder, anstrengend. Kinder sind anstrengend. Ja, guck mal, das Aufwischen wird schon übernommen. Immerhin, wenn du den Scheiß auch kaputt machst. Meine Herren. So. Die Frage ist, wir brauchen ja auch immer noch jemanden, mit dem wir Liebe machen können, ne? Wir müssen ja Mama werden. Nochmal. So theoretisch gesehen könnten wir warten, bis wir mehr Plätze frei haben, weil das Höchste, was wir jetzt kriegen können, sind halt Zwillinge, ne? Und cool wäre, wenn wir vielleicht direkt 3 kriegen. Das wäre halt schon chillo. I don't know. So. Wer bist du? Florian. Umarmen. Florian, über alte Zeiten witzeln, Kochtipps geben, Ästhetik bewundern, über Interessen reden. Ach, guck mal, die beiden haben sich doch voll lieb. Techte-Mächte-Partnerschaft. Nach Karriere fragen. Tag verschönern. So, jetzt gehe ich mal kurz hoch und ich guck mal, ob ich Techte möchte mit Florian. Das machen wir gleich einfach mal, weil dann haben wir nämlich diese Romanzebene eröffnet. Dann kommen wir schneller nämlich darauf, dass wir Kinder kriegen mit dem. So, du musst auch in einer Stunde in die Schule. Also stehst du jetzt bitte auf. Duschen. Egal, sie kommt einfach zu spät zur Schule. Sie ist Einserschüler. Das kann eh doch egal sein. So. Kochen. Du machst dir auch einen Grillkäse. Sie hat keinen Spaß, das ist auch richtig cool. Kann sie was mit dem Tablet machen? Nee, kann sie nicht, weil es für Kleinkinder ist, ne? Kanal schauen. Comedy-Kanal schauen, dann kriegt sie vielleicht ein bisschen Witzigkeit zurück. Man weiß es ja nicht, ne? Toilette verwenden. Ach, keiner braucht Teile zum Plündern.
Und dann kann sie in die Schule gehen. So, du stehst auch bitte auf. Für ihn nehmen wir Reste und keine Ahnung, nochmal Hähnchennuggets oder so. Müsste theoretisch gesehen passen. Er kann dann auch nochmal die Toilette verwenden, dann muss er ja auch schon in die Schule. Ich denke, das passt so. Das Kind ist auch immer noch energiegeladen, ne? Kranker Scheiß, Alter. Das Kind macht gerade richtig viel mit. Konzentriert. Ja, ist mir egal. Ist mir egal. Darum geht's nicht. So, wir haben noch 3 Tage Besuchungs-, Be Bewachungs-, Übernachtungsgäste. Oh mein Gott, war das Wort gerade schwer. Was haben wir da? Rauferei. Wetter, Geburtstag. Die beiden Zwillinge. Ja, dann können wir die morgen altern lassen. Passt schon. Ist schon okay. Und da hat sie Geburtstag. Das wird eng. Wir brauchen 3 Tage für eine Schwangerschaft. Ich würde eigentlich ganz gern noch zweimal mit ihr Kinder kriegen. Also müssen wir tatsächlich eigentlich doch gucken, dass wir Alpha, Kevin und Amalia aus dem Haus kriegen. Oh, ist das Kacke. Das ist alles so Kacke. So. Was denn jetzt mit dem Techtelmechtel? Oh, ich glaube, er mag unsere Kinder nicht. Immer so ganz nebenbei. Hupsi. So, was ist nun los? Nicht? Digga, warum kriegen wir ihn nicht dazu? Warum kriegen wir ihn nicht dazu? So, wer bist du? Peter Vogel, junger Erwachsener. Okay, dann halten wir uns halt einfach ein bisschen an dich. Vielleicht willst du da mit uns techteln-mechteln. Was weiß ich denn? Ich versuche es jetzt gleich nochmal da. Alpha Kevin ist zur Schule. Amalia ist zur Schule. Fleißig lernen, fleißig lernen. Dann müsste Kollege ja auch gleich gehen. Los, Schule. Oh, geht er schon. Sag, warum machen die denn die ganze Zeit unser Eigentum kaputt? Oh, 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 da war ein Herz. Oh, vielleicht kommen wir da doch langsam ran. So, wir klären uns hier jetzt einfach alle. Ist überhaupt kein Problem. Wir klären uns hier jetzt einfach alle. Oh nein, du solltest eigentlich keine Witze mit dem machen. Ist mir egal. Ratschen. Witze über alte Zeiten, Tag verschönern, lustige Gesichter schneiden. Scheinbar hat meine Dienste nicht gefragt. War da jetzt gerade irgendwas Interessantes bei? Ich habe nicht drauf geachtet. Nee, ne? Nur so gute Freunde und so. Okay. So, Familienzuwachs. Parodieren. Sinn und Zweck von Geschicklichkeit in Frage stellen. Verstehe ich nämlich auch nicht. Dann lassen wir das Ganze mal ein bisschen weiterlaufen. So, Atze, hier, los, mit Puppen spielen. Jetzt level dich auf, Alter. Level dich auf. Mach. Du musst älter werden. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Er hat langsam Hunger, ne? Müssen wir uns gleich um unser Kind kümmern hier. Kacke. Ach, die brauchen ja auch noch so Lebensmittel und so. Können die ja auch nicht alleine machen. Ach, anstrengend. Aber süß, wie er uns anguckt, ne? Ich finde das ja ganz knuffig. Ich finde das ja total süß. Das ist so süß. So süß. Kinder sind so süß. Ich habe auch so Stimmungsschwankungen in diesem Spiel, ne? Kranker Scheiß. Können wir flirten? Vielleicht passt das. Jens steht halt dabei, ne? Oh nee, er mag das auch nicht. Was? Was? Wie? Wie? Warte mal. Können wir... sitzen. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht können wir die Gruppe so ein bisschen auflösen. Oh, die stehen da jetzt halt eben in der Gruppe, ne? Das ist halt Kacke.
Alessia, die romantischen Grenzen von Florian erfahren nicht. Körperliche romantische Aktionen werden Eifersucht auflösen. Körperliche romantische Interaktionen ausgenommen. Techtelmechtel werden Eifersucht auslösen. Techtelmechtel wird Eifersucht auslösen. Okay, cool. Level 3 der Fantasiefähigkeit. Kind, hast du gut gemacht. Hast du sehr gut gemacht. Umherlaufen. Herumlaufen. Und noch mehr herumlaufen. Und noch mehr herumlaufen. Und noch mal herumlaufen. Und dann gehen wir erstmal schlafen. Das ist ein guter Plan, ne? Das sind doch, was Kinder so machen, oder? Das sind doch, was Kinder machen. Von Ideen erzählen, Zuspruch geben, umarmen. Wir sind jetzt halt wieder voll in dem Gespräch, ne? Erziehungstipps geben. Ich will mir das eigentlich mit den anderen hier drumherum nicht unbedingt versauen. Also mit Jens ist mir das egal, so, aber... Florian will jetzt nicht so Peter bitten, sich zu entspannen. Verspielt. Gefühl erhalten. Ich genieße die Zeit, die wir zusammen verbringen, wirklich sehr. Ich glaube, wir stehen uns dadurch jetzt näher als je zuvor. Das ist sehr gut. Das ist alles sehr gut. Sind soeben gute Freunde geworden. Das ist sehr gut. Techtelmechtel-Partnerschaft. Funktioniert das? Funktioniert das? Nimmt das an? Nimmt das an? Das ist das Wichtige. Nimmt das an. Ja? 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 Komm schon. Alessia kennt das Techtelmechtel-Interesse. Tut mir leid, ich bin nicht an einem Techtelmechtel mit Frauen interessiert. Ich denke, du könntest es sagen. Warte mal, ist das auch das Problem mit Florian? Nee. Nee. Gute Freunde, gut kompatibel, Techtelmechtel-Partner, Techtelmechtel mit Frauen und Männern. Flirten Männer, Techtelmechtel-Männer, tatsächlich, Alter. Imagine, mit den Erweiterungspacks kann ich nicht mal jeden Mann usen, den es hier in diesem Spiel gibt, weil von denen einfach einige gay sind. What the fuck? Also, ich finde es mega cool, dass das jetzt einfach auch so ein Ding ist, so, aber das ist gerade gar nicht gut für die Challenge. Okay, dann geschickt entschuldigen, Florian raten, den Traumjob anzunehmen, geschickt entschuldigen, bitte, mach, umarm, nach Tag fragen, flirten, komm schon, bitte, so muss er langsam funktionieren, hallo, wir müssen schwängern. Welches Pack ist das? Ich denke... Warte, hab ich eine Pack-Einsicht? Nee, warte, falscher Dings. Habe ich irgendwo hier gerade zusätzlich eine Pack-Einsicht? Pack-Einstellungen, Selbstfindung. Wenn du dies deaktivierst, erleben Sims keine Selbstfindungsmomente mehr, die neuen oder geänderten Persönlichkeitsmerkmale mit sich bringen. Wenn deaktiviert, werden Sims nicht in ihrer Karriere gekündigt. Aber ich glaube auch, das kommt auch aus dem Zusammenwachsen-Pack. Also entweder ist es das Elternfreuden oder es ist Zusammenwachsen. Eins von den beiden. Also ich habe halt beide. Die in Kombination sind echt wild. Aber entweder ist das ein Elternfreude oder Zusammenwachsen. Kann ich dir nicht genau sagen. Keine Ahnung. So, wir lassen das mal kurz durchlaufen. In der Hoffnung, die beiden kommen jetzt hier mal so ein bisschen mit auf den Trichter. Also hopefully. Und ein bisschen auf den Trichter kommen, bitte. Ein bisschen auf den Trichter kommen. Oh, dieser Gelenkarm ist so im Arsch, Junge. Ja, klappt. Es hat geklappt. Also zumindest hat das nicht abgelehnt. Es hat geklappt. Flirten. Tag verschönern. Techtelmechtel, bitte! Wenn die Techtelmechtel ist, nicht mehr weit weg vom Baby machen. Ich kann es jetzt halt wieder versauen, ne? Warum kommen die da jetzt schon wieder nicht hin? Habe ich die Tür abgeschlossen? Aufschließen. Oh, ich habe sie wahrscheinlich abgeschlossen, als die Kaliente sah waren. So, flirten.
Ich will, dass die mindestens Techtelmechteln jetzt. Romantik. Körperliche Nähe. Körperliche Nähe. Mehr Auswahl. Körperliche Nähe. Baby machen. Oh, können wir instant Baby machen? Oh mein Gott, bitte. Das wäre so gut. Sowas von witzig. Anscheinend hat Alessia soeben mit einem lustigen Sim angefreundet. Lustige Sims haben Sinn für Humor und verleihen sozialen Zusammenkünften einen verspielten Touch. Ihnen ist es in der Regel ganz egal, wenn sie sich vor anderen Sims im Affen machen. Würdest du im Hinblick auf die Sim-Präferenzen sagen, dass Alessia lustige Sims mag? Ja. Machen jetzt ein Kind, bitte. Oh ja, es lag. Oh ja, oh ja, oh ja, sie gehen hoch. Es lag wirklich daran, dass. Oh mein Gott, es lag wirklich daran, dass ich die Tür oben abgeschlossen hatte. Oh, ich bin so dämlich. Gehen die beiden jetzt ein Baby machen? Los jetzt, Baby machen, Baby machen. Ja, Mann. Oh, wehe, sie ist danach nicht schwanger. Ich raste aus. Wehe, sie ist danach nicht schwanger. Nusch, nusch. Okay, Junge, Feuerwerk einfach lauter als mein Leben, what the fuck. So, wir gehen einen Schwangerschaftstest machen, bitte. Komm schon. Schwanger. Und sein Kind ist wach und ist traurig. Warum bist du traurig? Weil du Hunger hast. Oh. Und alle anderen sind noch weg, ne? Mama ist auch ganz müde, oh Kacke. Wir müssen uns gegen unser Kind kümmern. Ist okay. So, der entscheidende Moment. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ja. Schwanger. Ja. Geil.